Guten Tag Leute, Leo hier, mittlerweile Part 15 des Dead Space 2 Let's Plays. Hinter dieser Tür ist irgendwas Tolles. Beziehungsweise es sieht echt nett aus. Gut, sind schon mal aus der Schwerelosigkeit raus, das ist schon mal ein guter Anfang. Nein, ich verkacke es. Ich hab... Geht so ein Stück Scheiße. Jetzt habe ich gerade erfolgreich Lasermunition verschwendet. Ich gedacht, dass der Gegner so schnell ist. Wir nehmen jetzt einfach mal wieder unser gutes altes Streugewehr. Na gut, hier ist nichts, aber wir müssen jetzt halt wieder die Ellie finden und den guten alten. Ein Glück, dass sie noch in einem Stück sind. Alles okay? Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt 4? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Starrend. Fragend. Ich kenne die. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Nach der Nadel wird sie warten. Tja, scheint so, als würde es Dross nicht so gut gehen. Ich finde es lustig, dass wir, also sprich Isaac, nicht so sehr davon betroffen ist. Also sprich von, ja klar, wir haben Visionen und all sowas, aber Dross, der ist ja echt, meine Fresse, der ist ja fast am Limit. Aber gut, was soll man machen, ne? Schauen wir eben, wie viel Money ich habe. 35.000, das sollten wir mit dem Shop klären. Also sprich, der nächste Shop ist ein Anzug. Also, der nächste Shop ist kein Anzug, aber da werden wir uns halt einen neuen Anzug holen. Und bam, neues Kapitel. Nice. Gut. Hier ist kein Zero-G, also muss ich wahrscheinlich... Ach, kacke. Ich dachte, das wäre wieder so einer, der gesprungen ankommt. Aber beim Aiming muss aber noch was passieren. Ich treffe zu oft einfach nur die Körper, aber es ist einfach am effektivsten, wenn man wirklich auf Beine, Arme und sonst was schießt. Ne, heute nicht. Geschlossene Tür, können wir also nicht durch. Ah, das ist... Nein, pack's weg. Ah, kacke. Wir können die Waffe nicht mehr wegpacken, wenn es geladen ist. Ich wollte gerade nämlich eine andere Waffe zücken, denn für diese Babys jetzt ein ganzes Magazin zu verschwinden. Oh, das sind aber viele. Ich würde aber mal spontan sagen, erstmal nachladen. Dann benutzen wir unser Streugewehr. Hat funktioniert. Loot ist immer gut. Kann auch wieder hier unser Lasergewehr nachladen. Beim nächsten Shop werde ich auch mal, dass sie die Ausrüstung wieder wechseln. Ich weiß nicht, das Streugewehr ist nice, aber auch das Strahlengewehr, ich weiß nicht. Ich muss mir mal anschauen, was wir zur Auswahl haben und so weiter. Ja, das habe ich gehört. Ich habe keine Muni, das gibt's nicht. Ich muss leider zugeben, das wird mir zu knapp. Also ich renne die ganze Zeit rum, habe keine Muni. Audiolog, geil. Wir fahren,
Verschwindet das, Horizon. Macht, dass ihr da wegkommt. Bitte, dass ihr da fallen. Kommt mal rein. Und Leute, hey, der Rest der Weg ist frei. Nehmt die Steuerbordschläge. Wir haben einen Weg frei gemacht. Aber beeilt euch, sie schließen von hinten auf. Wir versuchen es. Beide davon. Nice, der Shop. Wir werden jetzt also erstmal die zwei Halbleiter verkaufen. Und first things first, den neuen Anzug. Denn wir haben jetzt endlich das Geld, ihn uns zu kaufen. Nice. Das sieht, wenn ich ehrlich bin, mehr aus wie ein Taucheranzug, aber der ist halt besser, der Anzug, deswegen werden wir auch selbstverständlich das Ding behalten. Der hat nämlich hier zum Beispiel, unser Alter hat nur 15 Inventar-Slots und 10% Panzerung, und wer das gerade gelesen hat, unser jetziger hat 20 oder 25 Inventar-Slots und 20% Panzerung. Gut. Ah Quatsch, ich muss erst meine Waffen aus dem Inventar nehmen. So, ich werde jetzt die Laserkanone, so nett sie ist, erstmal bewegen. Und dann werde ich unseren guten alten Ripper wieder ins Programm aufnehmen, denn ich habe so das Gefühl, wir werden ständig ein bisschen mehr bedrängt, und wenn ich dann einfach einen Ripper, sprich eine Nahkampfwaffe am Start habe, dann sollte uns das doch recht viel bringen. Und jawohl, Strahlkanone ist eigentlich nice. Ne, wir kaufen mal den Detonator, denn der macht Flächenschaden. Jetzt muss ich erstmal schauen, oh mein Gott. Also es sieht ehrlich gesagt, also, ja, komm, wir gehen mal ins Licht. Er sieht nicht so gut aus wie der erste, aber es hat schon was. Also es sieht eher so aus wie ein Taucheranzug, was jetzt nicht so geil ist. Oh, uns fehlt eine Waffe, ja, ganz super. Bitte, safe. Ja, dann nehmen wir jetzt den Flammenwerfer. Soll ich den Flammenwerfer nehmen? Nein, wir haben den Ripper schon, damit können wir quasi... Ah, komm. Nehmen die Strahlkanone, es macht aber am meisten Sinn, würde ich stark behaupten. So, und jetzt muss ich erstmal Muni kaufen für alles, so gut wie alles. So, Strahlkanonen-Muni, dann auch nochmal hier ein kleines Madpack. Wir haben ja jetzt endlich mal richtig geil Platz im Inventar. Okay, okay. Ja, erstmal alles nachladen. Wir haben jetzt, wir sollten jetzt eigentlich wieder good to go sein. So. Jetzt haben wir aber den Ripper nicht mitgenommen. Jetzt haben wir den Detonator. Scheiße, dieses Inventarmanagement ist nicht so geil, wie man denkt. Das ist mir zu wenig. Ich brauche den Ripper. Grauenhaft, grauenhaft. So, bitte bewegen. So, bewegt. Wo ist der Ripper? Habe ich den Ripper verkauft? Ich hab den scheiß Ripper verkauft. Oh, dieses Inventarmanagement. Ah. Ja. Jetzt haben wir auch kein Geld mehr für das Teil. Dann müssen wir uns jetzt eben damit begnügen. Meine Fresse, dieses Inventarmanagement. Das ist so grauenhaft. So. Oh, what the fuck? Neuer Gegnertyp. Also ihr seht schon, wir haben den gerade zwar gekillt, aber diese Viecher, die kamen quasi aus seinem Körper raus. Und lassen auch keinen Loot fallen, was ich nicht gutheißen kann. Oh mein Gott. Die werden uns noch ein bisschen nerven, diese Gegner, da könnt ihr drauf wetten. Erstmal Aufzug hier. Alles nachladen, ja. Gut. Where the fuck are we? Nice. Da müssen wir wahrscheinlich hin, Opa, da. Gegner. So,
Ich würde aber mal sagen, wenn man das Glas angeboten bekommt, warum sollte man nicht einfach auch die Gegner raus spammen, beziehungsweise rausschwemmen? Rausschwemmen ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Hier gibt es also keinen Loop mehr, aber ich würde stark behaupten, wir müssen dahin, denn es sieht ja prädestiniert dazu aus, dass wir da hingehen. Ach, schade. Ich kann diese leider nicht diffusen. Ich dachte eigentlich, da das ja eigentlich Minen für den Detonator sind, können wir die diffusen. Aber nein, das ist nicht so. Ist ein bisschen schade, aber... Ja gut, es geht halt nicht. Was soll man machen? Ach, verpiss dich. Komm, wir haben die Waffen dafür, also werden wir sie auch benutzen. Und tot ist der. Ey, das ist Aiming. Das geht nicht klar, ey. Das muss ich einfach wirklich auch sagen, auf 4K, das fühlt sich so anders an. Um das mal eben zu erklären, weshalb. Klar, das Spiel, also ich habe einen 1080p Monitor und dementsprechend sind auch selbstverständlich die 4K, die ich hier gerade spiele, nur, ich sag jetzt mal nur 1080p, aber halt dadurch, dass ich das eben durch Downsampling von 4K auf 1080p runtersample, ist halt die Qualität des Bildes sehr viel höher. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, das Spiel wird intern als, ich sage jetzt mal, 4K behandelt. Das hört sich ja zu dumm an, wenn ich das so sage, aber dadurch, dass eben, es ist ja 3840x2160 die Auflösung von 4K. Und dadurch, dass es eben wirklich 4K ist, muss ich mit der Maus über, das hört sich dumm an, aber ich muss mit der Maus über mehr Pixel gehen. Komische Erklärung, aber es ist einfach... Das fühlt sich halt anders an, weil eben mehr Pixel da sind, die ich eben mit der Maus überfahren muss, um zu einem bestimmten Punkt zu erreichen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, beziehungsweise meine Erklärung war recht scheiße. Ich hoffe, das konnte ich einigermaßen rüberbringen. Gut, Bench, Speicherpunkt. Wie viele Knoten haben wir? 2, damit können wir schon mal einen investieren. Aber... Oh, was ist das denn? Ah. Ein Stück Scheiße. Arschloch. Das werden wir wahrscheinlich benutzen müssen, denn das sieht so aus, als müssen wir das gleich verbauen. Aber ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Ich habe ja gesagt im letzten Part, ich muss in die Schule. Das stimmt auch. Deswegen werde ich jetzt noch eben an die Bench gehen. Unseren Anzug ein bisschen aufwerten. Denn ich möchte ganz gerne, das ist scheiße, dass das so lange dauert, bis wir diese TP erreichen. Aber... Ja, irgendwann muss es halt gemacht werden, was soll ich sagen. Einen werden wir dann noch behalten. Wir können ja mal, falls es die Situation ergibt, beziehungsweise falls wir genug Munition haben und so weiter und so fort, einfach mal einen Energieknoten kaufen im Shop. Alles nachladen. So. Gut. Ich werde jetzt also nur noch speichern und dann den Part beenden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß am Let's Play. Also es ist nicht beendet, es hört sich jetzt so an, als würde ich es beenden. Nein, also ich hoffe, ihr hattet Spaß am Part, ne? Wir sehen uns deswegen, würde ich einfach mal sagen, im nächsten Part. Ciao!